Heute geht es um neuronale Netzwerke. Tiefe neuronale Netze sind quasi die Grundlage für diesen neuen KI-Hype, den wir ja gerade erleben, weil die so performant sind und so viele Vorteile haben. Fangen wir an mit einer Wiederholung. Das sind jetzt quasi, sollen die Neurone sein. Und hier gibt es ein weiteres Neuron. Sind alle feed-forward, also nach vorne gerichtet, verbunden. Und jeder dieser Kanten hat ein Gewicht, mit W abgekürzt für Weight. Wir hatten diese Struktur kennengelernt, das ist natürlich das Perzeptron. 1957 von Rosenblatt. Und dieses Perzeptron funktioniert so, dass die Aktivität dieser Neurone hier gewichtet mit den einzelnen Gewichten auf den Kanten summiert werden. Das heißt, was hier passiert ist, wir haben eine Summe über alle Eingänge. Nennen wir die Eingänge mal hier A für Aktivität, A1, A2, A3, A4. Und nennen wir das hier einfach mal A-Dach. Und es kriegt eine 1, es gibt nur einen Ausgang. Dann ist die Aktivität dieses Neuron gegeben durch die Summe, die gewichtete Summe dieser Aktivitäten, gewichtet mit den einzelnen Gewichten. Das heißt, wir haben hier Gewicht, nennen wir Gewicht M. Wir summieren über alle M gleich 1 bis M. Das sind die Anzahl aller Input-Neurone. Also die Gewichte W von M mit den Aktivitäten AM. Wenn wir das so machen würden, hätten wir nur eine lineare Summe der Eingangssignale. Das heißt, jetzt kommt der Trick. Wir machen davon noch eine nichtlineare Funktion. Und diese nichtlineare Funktion hat den Namen Aktivierungsfunktion. Das hier, was hier steht, das ist dann das, was A-Dach 1 ist. Also Aktivität in diesem Neuron, auf das projiziert ist, ist die gewichtete Summe der Inputs und dann eine Aktivierungsfunktion G, die nicht linear ist.